Geistergeschenk, Partner-Pokémon Pikachu. Du hast Pokémon Let's Go Pikachu gespielt. Dafür erhältst du den Geist Partner-Pokémon Pikachu als Geschenk. Vielen Dank! Und damit haben wir ihn einen Subgeist. Und mal schauen, was er bringt. Also es gibt erstmal einen Angriffs-Up und ein Tempo-Up. Erhöht bei 0% Schaden leicht Angriffskraft und Lauftempo. Okay, cool. Ja, nice Tendo, Brudingos. Ich würde sagen, dass wir dann jetzt auch sofort in Stern der irrenden Lichter reingehen. Das wollte ich euch nur ganz kurz mal gezeigt haben, dass wir da auch was, ne, richtig Cooles bekommen haben. Eine coole Belohnung und so. Und da ist auch gerade eben ein Portal erschienen. Das ist ziemlich nice. Man bekommt echt sau viele Belohnungen, wenn man aus dem Spiel Stern der irrenden Lichter auch rausgeht. Das ist halt echt krass. Du wirst irgendwie, also du bekommst Herausforderungen für Charakter und so. Also es ist schon ziemlich krass, was du hier alles an Achievements bekommst für diese ganzen Puzzleteile und so. Ist schon nice. So, aber wir machen die Tür auf. Das haben wir uns redlich verdient. Jetzt werden die ganzen zwei Türen geöffnet. Die ganzen Türen mit der 2 vorne dran. So schaut's aus. Ich glaube aber, ich war. Hier war ich schon dran, oder? Ja. Dann lass uns mal nach oben stolzieren. Und dann gucken wir mal, was hier noch so ist. Hier haben wir noch ein paar Geister und Truhen. Leckere Lernjuwelen, ja moin. Und was haben wir hier? Legende Dr. Mario. Ausdauer Smash. KP des Gegners auf 0 reduzieren. Nach Gegner-KO erscheint Verstärkung. Oh Gott, ey. Metallverwandlung für Gegner. Wir passen mal ganz kurz an. Und schauen nochmal ganz kurz auf Pikachu. Das ist ja auch wohl ein Astgeist, von daher scheint das wohl ziemlich gut zu sein. Aber was heißt denn bei 0% Schaden? Wahrscheinlich, wenn wir keinen einzigen Schaden eingesteckt haben, aber da ich halt immer Schaden einstecke, bringt uns das gar nichts. Daher, ja. Moinsen. Und wir müssen einen Abwehrenden mitnehmen. Haben wir denn schon so einen Abwehr? Geist auf Level 99. Bisher noch keinen. Der Inkling, den können wir nehmen. Ja, gut, wir nehmen den Inkling. Let's go. Und dazu hatten wir ja noch irgendwie einen leicht stärkere Elektroangriffe. Ah, okay, cool. Könnten wir auf jeden Fall benutzen. Aber habe ich nicht irgendwie einen anderen gehabt oder so? Wir nehmen Victini mit. Was soll es denn? Stärkere Smash-Angriffe, 5 Sterne, Subgeist, was geht denn hier ab? Versuchen wir es. Es gibt wohl sehr viele Megamans oder so, keine Ahnung. Richtig geil. Mal gucken, ob wir das hier schaffen können. Aber so wie das hier aussieht, wird da nichts draus. Und ihr seht ja auch hier Metallverwandlungen, die halten deutlich mehr aus. Oh Gott, ey. Ich meine, wann kommt Dr. Mario und ihr seht, dass wir hier nur noch so wenig Lebenspunkte haben. Also entweder müssen wir umwechseln auf irgendwie einen anderen Charakter, Bowser oder so, weil ihr seht, hier habe ich gar keine Chance mit Pichu. Ich habe den B-Knopf gedrückt, um die Smash-Attacke, um den Ultra-Smash zu machen. Warum wurde jetzt ein seitlicher B gemacht? Ich habe mich nach rechts gedrückt. Das kann mir halt auch keiner erklären, dass die Steuerung manchmal so komisch ist. Keine Ahnung. Versuchen wir es mit. Boah, ich weiß es nicht, ey. Bowser vielleicht. Let's go. Mal gucken, vielleicht bringt's ja was. Aber ich meine, es stimmt halt. Wir müssen irgendwie 8 Megamans erstmal besiegen, damit wir an Dr. Mario rankommen. Und könnt euch vorstellen, wie viel Bock ich darauf habe, ne? Ich hab nach oben gedrückt, aber okay. Oh Mann, ey. Das macht alles gar keinen Sinn, ey. Spielst du einmal Smash, hast du schon direkt keinen Bock mehr, Alter. Ach, ist das nice. Ne? Aber okay. Ja, so wie ich das verstehe, müssen wir 8 Megamans besiegen und dann kommen wir an Dr. Mario. Habe ich keinen Bock drauf, bin ich ganz ehrlich. Gar keinen Bock drauf.
Gerade da ich auch hier meine ganzen Attacks nicht machen darf. Was richtig geil ist. Ich mache meine Attacken, warum zählen die denn nicht? Aber das macht ja auch alles keinen Sinn, oder? So, schon wieder hat das nicht gezählt. Warum zählen meine Attacken denn nicht? Also das kann mir halt auch wirklich keiner erklären so. Also ihr könnt euch ja mal gucken, ne? Wie viele, das macht keinen Sinn, ne? Wie viele Lebenspunkte ich noch habe und wie viele Megamans ich besiegen muss. Also, ich würde an sich sagen, das machen wir. Kannst du nichts gegen machen. Hau rein, Bruder. Kein Bock mehr auf die Scheiße. Nee. Das will ich mir nicht antun. Das muss ich mir nicht antun. Deswegen, nein. Lass mal stecken. Deswegen, nö. Ich habe in meinem Leben Besseres zu tun. Ich habe in meinem Leben Wichtigeres zu tun, als mich so mit solchen Kämpfen zu beschäftigen, die übelst unfair sind. Nee. Nee. Muss ich mir nicht antun, oder? Nee, lass mal stecken, Alter. Nee. Da kann ich nur müde lächeln und sagen, nee. Also, bei aller Liebe, aber... Nee. Das muss nicht sein. Das, ich muss mir das nicht zumuten. Ja, von daher, lass mal. Lass mal sein. Ach ja. So beim Little Mac als, ich sag mal, relativ digitale Version oder so, keine Ahnung. So, Feierabend. Ja, also, ganz ehrlich, sobald bei solchen unfairen Legendenkämpfen, ich habe nichts groß gegen Legendenkämpfe, wenn es ein 1 gegen 1 ist. Wenn es ein 9 gegen 1 ist, dann nö, nö. Wenn ich hier nicht die Möglichkeit bekomme, mich irgendwie aufzuheilen oder so, dann nee. Junger Link, stärkere Feuerexplosionsangriffe, bla bla, okay. Klar gibt es vielleicht auch hier und da Primärgeister, die mir dabei helfen können, irgendwie mehr auszuhalten oder irgendwie ein Leben mehr zu haben oder so. Aber ganz ehrlich, das will ich mir nicht antun. Trotz alledem will ich mir das nicht antun. Tut mir wirklich leid, aber das kann ich euch nicht bieten. Na, also... Was heult der denn so rum? Der ist doch schlimmer als ich. Ah, lul. Ah, was für eine Selbstironie, Kai, nicht wahr? Ich hasse dich trotzdem. Ja, 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 moin. So, Bombman. Der auch nicht mit Bomberman zu verwechseln ist, ja? Klar. Naja, gut. Wir sind gleich beim PC. Was haben wir hier noch? Ein 2-Sterne-Boss. Was heißt Boss, aber Kampf. Rieseneis-Climbers. Ausdauer-Smash. Trotz nachteiligem Typ gehen wir da jetzt rein. Scheiß drauf. Machen wir. Das machen wir schon. Klar kann ich mir mit Primärgeister am Anfang helfen, um mich riesig zu machen und so. Darf hier nicht angreifen, ne? Jo, auf jeden Fall. Jo. Kannst du nichts gegen machen, ne? Kannst du nichts gegen machen, ne? Ist halt einfach so, ne? Klar, ich könnte mich auch jetzt als Riesengeist irgendwie aufmachen, aber nee. Warum? Und ich denke auch nicht, dass wir jetzt gerade so einen krassen Nachteil haben, weil wir einen falschen Primärgeist haben, so. Das muss ja auch anders funktionieren. Aber generell sind die Eisklammers ja auch ein ziemlich unfairer Gegner, weil sie halt eben doppelt da sind. Also ich kämpfe gerade an sich gegen zwei Gegner statt gegen einen, falls ihr versteht. So, scheiß auf alles. Wir holen uns den Sieg ehrenlos. Hoffentlich.
Ist mir egal. Hau rein. Mach's gut. Wenn die Items schon da sind, nutze ich sie ja auch, ne? Ist mir scheißegal. Aber okay. So. Vierte Tür wird geöffnet. Und ich hoffe, ihr habt das gerade eben gesehen, dass, wobei, das war die dritte Tür, ne? Und ich glaube, ihr habt das gerade eben gesehen. Ja, wir müssen jetzt hier erstmal den vierten Schalter andrücken, damit unten die, das vierte Tor zugeht, damit wir da durchlaufen können, um dann die Tür Nummer 5 öffnen zu können. Krass, Alter. Starkstromgefahr, der Boden lähmt Kämpfer. Okay. Da hätten wir jetzt auch, glaube ich, den riesen Elektrowels nehmen können, weil ich glaube, der verhindert das ja, dass man Starkstromschaden bekommt. Aber dann bleiben wir einfach hier auf der Stage. Juckt ja nicht. Kommen Sie heran! Mein lieber alter Sirius. Hau rein. Feuer! Ich weiß, dass ich hier selber Schaden kriege, aber ich muss dem auch irgendwie auch nochmal Schaden machen, ne? So. So sieht das hier aus. So, Revolver Ocelot, Metal Gear Solid 3. Hat auch eine Evolution möglich. Den kann man dann auch wahrscheinlich von der Sternzahl her pushen oder so. Kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Aber jetzt drücken wir erstmal den Button und machen die vierte Tür auf. Oder das, ja, vierte Schloss. Keine Ahnung. Und könnten jetzt nach rechts gehen, aber ich glaube, rechts ist irgendwie... Ich glaube, da ist es nicht erforderlich, weiterzugehen. Wir gucken aber mal. Vielleicht gibt es da auch irgendwas Wichtiges, aber für mich ist das hier der wichtige Ort. An und für sich. Wir können aber ruhig nochmal da reinlaufen und gucken, was es denn da so gibt. Hier ist schon mal eine Truhe. Was haben wir da drin? Einen leckeren Max-Snack. Ja, Mäusen. Das schmeckt. Und was haben wir hier? Den Boss. Den Boss. Okay. Also hätte quasi schon... Es hätte, glaube ich, schon gereicht, hätten wir nur den vierten Schalter gedrückt. Wir hätten gar nicht alle Schalter drücken müssen. Okay. Wir gehen trotzdem mal nach oben, weil ich halt wissen will, was da oben ist. In der Truhe. War das hier? Ja, das war hier. Okay. Mal kurz schauen. Und wir können da einen Charakter befreien. Ein Karton! Geil! So. Metal Gear Rex Asskampf. Ausdauer Smash, KP auf 0. Und Steel Driver oder Steel Diver. Es geht gegen Dr. Bob. Auf geht's. Ja, das sieht schon mal ziemlich lecker aus. Ja, also wir merken uns, die Gegner sind Opfer wie Olli Pocher. Das sind voll die Opfer wie Olli Pocher. Wir dagegen sind Metal Gear Solid Zocker. Yo, yo, yo. Bruder, jetzt wollen die es aber echt wissen, ne? Wer ist schon mal tot? Hauen sie rein. Bruder, der Krug geht mir so auf den Sack, ne? Das ist, glaube ich, dieser Windkrug aus Skyward Sword. Junge, hör auf, mich wegzufegen. Okay, wir haben einen ziemlich guten Geist. Metal Gear Rex ist ein Assgeist. 2700 Powerpunkte. Oder, wenn es um Präsentation geht, PowerPoints. Wen haben wir da? Es ist Snake. Befreien wir ihn, den alten Schwein. Ich habe ihn nie gespielt, daher werde ich ihn jetzt auch nicht main oder ich werde ihn auch nicht spielen. Der ist mir voll egal. Da kann der gute Snake weiter an seine Synapsen fassen, wie er das gerade eben beim Bild gemacht hat. Das soll mich hier nicht jucken. Kommen Sie heran! Als ob... Junge, du eine scheiß Raketen, Mann! Jetzt wird's fabulous! Okay, der meint das ernst.
Hä, wie kann er seinen Move... Oder seine Scheißbomben, Alter. Die gehen mir so auf den Sack. Also kommen Sie heran. Und Snake ist am Start. Sehr gut. Das schmeckt. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken, wie viele Lernjuwelen wir denn schon gesammelt haben. Haben wir schon die 100? Sind die schon erreicht? Wir haben 90. Da können wir ja fast hier, ne? Die Verbesserung jetzt kaufen. Starker Smash. Aber jetzt geht's zum Boss, würde ich sagen. Mal schauen, wer das ist. Ich konnte das gerade eben nicht so genau erkennen. Ihr wisst, wenn man einen Boss quasi besiegt, befreit man auch den Charakter, der hinter diesem Boss steckt. Der Boss ist ja quasi eine krasse Verwandlung von einem Charakter. Beim ersten Boss war es ja Bowser, der zu Giga Bowser wurde. Vielleicht wird das hier Ganondorf oder so sein. Ich kenne das jedenfalls nicht so genau. Wer auch immer das ist. Wir gehen rein. Und schauen mal. Sieht irgendwie aus wie ein Pokémon oder so. Was ist das denn für ein Typ? Das ist Galeon. Lol. Kommt mir gerade ein bisschen vor wie diese alten NES 2D Spiele. Der macht ja gar nichts mehr. Lol. Kommen Sie heran? Also ich weiß nicht, ob wir das im First Try schaffen. Ich denke nicht. Wäre cool, aber ich denke, dass er uns vorher noch raushauen wird. Bevor wir ihn besiegt haben. Wäre aber cool, wenn wir ihn noch vorher klatschen können. Aber was reden wir da? Wir haben es doch gerade eben schon geschafft. Ja, keines kannst du... Ja, ist mir egal. Lass mich in Ruhe. Falls ich übrigens frage, warum so ein Zahn... Okay, jetzt hier, genau. Warum die Zähne so schwärzlich aussehen. Das ist mein Greenscreen. Der keyframed hier irgendwie raus. Keine Ahnung. Wegen meiner Softbox. Die steht 3 Meter von mir entfernt und strahlt immer noch so hell, dass die Zähne so angestrahlt werden, dass sie weggekeyframed werden. So, Galeom haben wir bekommen. Aber das war kein Charakter. Also scheint es auch nicht so zu sein, dass jeder Boss irgendwie einem Charakter entspricht. Das ist nur ein Subgeist. Oder ein Primärgeist. Okay. Ja gut. Das schmeckt. Und wir haben den Boss schnellstmöglich geklatscht. Gönn, Yami. Das kann man sich aber auch mal gönnen, ne? Man muss ja nicht immer gegen diese Dreckslegenden-Gegner kämpfen, die übelst unfair sind. Da kann man doch mal dem Hauptstory-Verlauf folgen. So sieht's aus, ne? Was passiert jetzt auf der Overworld? Was wird jetzt geschehen? Kyra scheint sich wieder mal ein bisschen zu schwächen. Ja, geil. Kyras schützender Schild wurde weiter geschwächt. Sehr gut. Ja, jetzt die Frage, wo geht's jetzt hin? Wo machen wir jetzt weiter, ne? Schauen wir mal. Wir gehen erstmal natürlich aus der Fabrik raus. Wir sind hier durch. So weit, so gut. Wir haben die Legende nicht besiegt, aber muss jetzt noch mal irgendwas sagen, dass ich gegen so etwas nicht kämpfen will, dass es nicht sein muss, dass ich mir das nicht antun will. Wie gesagt, ich habe in meinem Leben Wichtigeres zu tun, als gegen solche Drecksgegner zu kämpfen. Daher, ja, passt das schon. So, wir kämpfen gegen Ricky Brutz und gegen Little Mac. Er springt sehr häufig. Boah, es wird mir voll auf den Sack gehen. Da stand The Legend of Zelda-Serie, kommt... Ja, er kommt aus dem Zelda-Universum. Ist das nicht sogar irgendwie dieses Game Boy Color-Spiel gewesen? The Legend of Zelda, wie heißen diese beiden Teile? Oracles und Seasons? War das nicht so? War da nicht mal was? Ihr wisst, irgendwie so, okay. Oracle of Seasons und das andere Spiel. Kam da nicht sogar das Känguru vor? Ich bin mir absolut nicht sicher. Ich will jetzt hier keine Halbwahrheiten irgendwie promoten.
Und da kommen wir nicht durch, weil... Ja, geil. Ja, moin. Na gut, dann kurz auf die Karte geschaut. Geht's für uns, würde ich sagen, durch den Wald. Ist doch lecker. Deku Link. Und Diddy Kong. Der Gegner setzt oft seinen Spezialstandard ein. Wir sollten es trotzdem hinbekommen, die zu klatschen. Wir werden jetzt so schnell wie möglich den nächsten Boss besiegen. Ich habe mich ein bisschen informiert. Der gute Pokefreak Nico Brutz hat mir seine Karte zur Verfügung gestellt. Ich will jetzt keinen von euch spoilern. So, ich will halt nur sagen, dass wir jetzt schnell wie möglich zum nächsten Boss gehen. Kommen Sie heran, Diddy Kong, Sirius. Stirb doch mal jetzt! 120% reichen nicht? Junge. Ja, also der gute Nico Pokefreak hat mich gespoilert. Auf meinem eigenen Wunsch. Und von daher gesehen, werden wir jetzt sofort zum nächsten Boss gehen. Da kenne ich keine Gnade, da kenne ich kein Pardon. Ich will das Spiel so schnell wie möglich beenden. Weil es mir dann doch ein bisschen auf den Sack gegangen ist die letzte Zeit, ne? Frage ist, sind wir hier denn richtig auf dem Weg? Scheint so, okay. Da können wir einen Charakter befreien. Ach komm, so viel Zeit muss aber noch sein, ne? Kleines Fuego-Team. Ja, süß! Let's go. Es geht auf die Pikmin-Stage. Die kennen wir, glaube ich, schon so aus Smash Bros. 4. Einigermaßen jedenfalls. Also, die sagt mir jetzt zwar so genau nichts, aber... Was machen die Fuegos bitte für Geräusche? Sind das Frauengeräusche? Als würde die Stimme so gepitcht sein, dass es vorher eine Frauenstimme war und die kommt jetzt zum Vorschein. Ja, Lul. Bruder, komm doch bitte ran. Bruder, alter, Fuegos Stimme war noch nie kredibiler. Ich habe noch nie einen Hund reden hören. Kommen Sie ran! Und bei. Weißt du, bei der Musik und so und bei der Stimmung hier gerade kriege ich voll Bock auf Super Mario Sunshine. Frag mich aber nicht, warum für mich das hier nach Sunshine irgendwie aussieht, beziehungsweise warum ich so Stimmung auf Smash, auf Sunshine kriege. Ich weiß nicht, vielleicht irgendwie die Musik, dass sie so idyllisch ist oder so. Auch wenn sie von Pikmin kommt, hat sie irgendwie einen leicht sunshinigen Touch. Meiner Meinung nach. Keine Ahnung. So, der Charakter. Wen haben wir denn hier? Ja, ja. Die Brücke kaputt machen. Ja, ja. Kommen wir trotzdem durch? Ob du die Brücke repariert bekommst, dann kannst du deinen Weg fortsetzen. Also für den, einen Geist da hinten, für den Kampf will ich mich jetzt nicht hier krumm machen, ne? Donkey Kong Brutz! Ja, moin! Und das auf der alten N64 Smash Bros. Stage. Geil, Alter. Voll Sus. Kommen Sie heran. Sowas muss aber dann auch nochmal sein, einen Charakter zu retten und so. Ich hätte mir aber fast denken können, dass Donkey Kong hier der Charakter ist, den wir freispielen müssen. Dschungel und so, ihr wisst. Und natürlich auch hier noch das Haus, ne? Klar. Na, mit Donkey Kong können wir die Brücke dann doch nicht befreien. Oder, was heißt befreien? Freimachen. Ach komm, die Truhe gönnen wir uns auch noch kurz. Letzter Kampf für heute übrigens und dann beenden wir auch den Part. So, Pippo Peng. Spezial unten des Gegners ist stärker. Ja, geil. Und wieder doppelt Young Link. Ja, also wir merken... Spezial, was war das links? Keine Ahnung. Bomben. Übel auf den Sack. Und Feierabend. Bevor jetzt noch die Flygeist kommen und mir übelst. Keine Ahnung. Auf den Piss gehen, auf gut Deutsch gesagt. Feierabend. So. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz zur Truhe. Der Stein geht weg.
Ein besonderes Ereignis, das mir aber vollkommen egal ist, weil ich mich für diese Truhe dann doch nicht so weit bücken möchte, dahin zu gehen. Wrinkly Kong, Abwehr hoch und Nachteil. Warum Nachteil? Also die Abwehr wird gestärkt und dann gibt 30% Startschaden, stärkt aber dafür die Abwehr. Na, ob das irgendwie in der Relation gut ist, ich weiß ja nicht ganz genau. Wir bleiben bei unserer jetzigen Geisterformation. Investieren ganz kurz auch noch hier in den starken Smash rein. Verstärkt eigene Smash-Angriffe, verkürzt Smash-Aufladezeit. Gönniamin! Und damit beende ich den Part. Wenn er euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich versuche mich jetzt ein bisschen mehr zusammenzureißen, weil, ganz ehrlich, ja, es bringt euch nichts. Es bringt mir nichts, mich aufzuregen. Daher werde ich versuchen, das so weit wie es geht, ja, runterzusetzen. Rage oder das Aufregungspotenzial. Wissen Sie Bescheid. Hauen Sie hinein!